Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute einem random SUB um das 88 plus mittlere oder World Cup Icon Pack. Ich sehe mich da richtig, Leute, man kann R9 ziehen, man kann Pelé ziehen, man kann Lothar Matthäus ziehen und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir heute mal den Weihnachtsmann persönlich eingeladen. Der muss mir ein gutes Geschenk vorbringen. Was geht? Heißen Gummo. Ja Leute, extra verkleidet, damit ich dir jetzt schön R9 ziehe, Bro. Ho, ho, ho. Wenn du R9 World Cup Icon ziehst, dann kriege ich auf jeden Fall einen Taui mal aufs Konto eingezahlt, oder? Naja, aber nicht nur einen, was denkst du? Ich bin reich! Komm, let's go, Digga. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie du ziehst, ey. Ich sag dir, ich mach mir erstmal noch ein paar Kerzen an, glaube ich, als Glücksbringer. Aua! Dann würde ich sagen, Weihnachtsmann und Co. KG macht da hinten das Ding auf. Vorher auf jeden Fall, lasst schon mal einen Daumen nach unten, 1000 Likes sind drin. Schreibt rein unbedingt, wen hattet ihr im Pack, lasst ein kostenloses Abo da, Leute, wir sind auf dem Weg zu den 50.000 Leuten, deswegen straft euch mal, lasst ein kostenloses Abo da, checkt den Niklas und runter ab. Und dann würde ich sagen, ich mach's auf mit dem Weihnachtsmann, okay? Und bei Neo übrigens gerade, Leute, geile Aktion mit dem Code, den ich jetzt einblende, bekommt ihr so und so viel Rabatt. Es ist eingeblendet und deswegen gehe ich jetzt, es wird so heiß, es ist so heiß, dieses Ding da oben. Und ich ziehe, warte mal, Hollands Torhüter Van der Sar. Oh. Und ich habe noch nicht gesagt, dass wir die gezogene Icon im Sturm spielen. Digga, ich spiele jetzt Edwin van der Sar im Sturm, Digga. Edwin van der Sar. Ich sag dir ehrlich, das ist ein W, das ist ein W, das ist super. Halbe Million, Digga. Und jetzt ist man mit van der Sar im Sturm spielen. Edwin Abi steht vorne im Tor. Ja, der steht da im Angriff, Mann, meine ich. Und 500k kostet der knapp. Also ich glaube, das ist ein mega, mega W, W, Win und so weiter und so fort. Deswegen halte ich jetzt mal deine beiden Flügel-Kompagnons rein. Ich glaube persönlich auch, dass es ein Big W ist. Ja, die hat bis hier ja nur 52k gekostet, also hast du es verdoppelt sozusagen. Also ja, schon safe. Sehr krass, ja, W. Plus machen, Ausrufezeichen Trading mal gerne rein. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wenn van der Sar hier drei Dinger macht, dann ist Blitz-K.O., oder? Und verkaufe meine Playstation, ja. Ich habe auf dem linken Flügel auf jeden Fall am Start Garfi, diese Team of the Tournament Karte, die ist ganz fresh. Und eine underratedste Karte, die es wahrscheinlich gibt, ist in FIFA 23. Ich finde die wirklich krass. Aurelio Buta, also diese Rulebreaker Karte, die finde ich wirklich stark. Garfi, aber du meinst schon den von Barca, ne? Ja, ja. Der kann RF zocken. Ja, ja, der hat, der kann ZM, RF und LF. Der kann so auf der rechten Seite auch spielen. Nee, ich bin mit Sané und Gnabry gegangen, ganz entspannt. Zwei deutsche Nationalspieler wegen Nation, hätte ich gedacht, machst du da ein bisschen was. Wir machen einfach mal weiter, wir fahren fort, ähnlich wie die Automarke. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu jemandem. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für diese Performance im Finale. Angel Di Maria. Angel und Di Maria, der Typ. Hast du noch gemacht, die ja, SPC? Ich habe gerade die SPC gemacht, deswegen hat es ein bisschen länger gerade gedauert. Ach, deswegen hast du gesagt. Und ja. Und rechts wird Kesa, nämlich das ist eine richtig geile Kombo jetzt für SBB. Ist mal rechter Flügel den und linker Flügel Di Maria. Der sieht so geil aus, Leute. 115k, nehmt ihr mit. Ich glaube, der ist top. Digga, zwei dumme Eingedanken. Danke, Sané und Gnabry. Ich musste so lachen, wo du Sané und Gnabry... Ehrlich jetzt? Ja, das ist so random. Es gibt tausend Millionen Spieler und wir beide schreiben Sané und Gnabry auf. Unfassbar. Telepathie oder wie nennt sich das? Telekinese. Ja, Leute, machen wir weiter mit den Mittelfeldspielern und ja, ich füge mal ein. Komm, halt mal rein. Ja, mach mal. Wo spielst du denn Götze? Rechts oder links? Machen wir weiter erstmal mit Kessier. Wo weißt du das mit Mario Götze? Ich wollte den wirklich spielen. Mario Götze und meine Icon-Pack. Philipp Lahm. Philipp Lahm, super. Pedri, Busquets. Ja, und dann bin ich nochmal mit der Wunderwaffe Mario Götze. Mach ihn, mach ihn. Auf jeden Fall heute macht er nicht, sage ich dir ehrlich. Deswegen auf der Bank sitzt er da mal. Keeper da. Oder Teller? Ja, nee, machen wir noch nicht keinen Hüter rein. Mann. Okay, abgehoben. Dann spielt es Danny anstatt Mario Götze. So, komm. Ja, stimmt. Ja, da war ja was. Pass auf, links bei mir wird es Pedri vom 1. FC Barcelona. Dann in der Mitte wird es eine Hero-Karte von Nakata. World Cup-Icon sieht super aus. Und auf der rechten Seite jemand. Ich habe nicht gewusst, dass der F und RF kann, ne? Javi, Gavi, die. Ja, der ist es. Berardi, Wijnaldum und Dybala. Also war ich komplett daneben, Bro. Und das ist Qualität. Psychisch gut ausgespielt, die Spieler reinmachen und nehmen. Und später nachher nach deinen Spieler das kann. Das ist es. Wir kommen nun zum rechten und linken Läufer. Ich würde sagen, ich gucke mal, ob mir irgendwas hinten anbrennt. Während das halt ich mal rein. LV auf jeden Fall am Start. Ja, es ist Guerrero. Team of the Tournament. Digga, noch nie gespielt. Gerade gekauft. Probieren wir mal aus. Und auf der rechten Seite, ja,
Carvajal ist es nicht, sondern Thilo Kehrer. Okay, jetzt hat sie mich gerade. Ich bin mit Jordi Alba Alba gegangen und rechts mit Carvajal, ehemaliger Junge, ich spiele doch nicht die ganze... Digga, du denkst auch, jede Aufnahme spiele ich auf rechts Carvajal. Mann, kann doch sein. Und gleich schreibst du noch Alaba auf. Ich kenne dich doch. Ja, Alaba kommt gleich noch rein. Nico Scherzinger im Tor und dann haben wir das hier. Die Backstreet Boys, der Abwehr, Dieter Bohlen als Manager und dann passt das hier. Pass auf, legen wir mal rein. Ich habe absolut vergessen, ich muss mal kurz nachgucken. Ja, wird der Spieler, den ich bei dir aufgeschrieben habe, Jordi Alaba Alba und rechte Seite auch eine neue... Leute, wie viele neue Karten habe ich denn hier bitte heute drin? Mann, das ist ja geisteskrank. Dumfries, das ist geisterkrank, wirklich. Boah, ich dachte, du spielst, ja, den WM-Held eigentlich, Montiel. Er hat den entscheidenden Elfer heute reingemacht. Wo waren das denn? Ah, der Argentinier. Ja, genau, der letzte. Viva Argentinier. So, Freunde, Finale. Und ich füge mal als erstes ein. Komm, ich habe wieder Lust. Ja, ich will mein Team. Ich will gucken, wie viele Discards ich habe. Ob du dich ärgern willst, weil du hast ja keinen Bronze Keeper genommen in ZM. Ja, stimmt. Jetzt. Ich habe da schon einen. Ja. Okay, LIV, Alaba. RIV ist es Nico Schlotterbeck. Und im Tor ist es Marc-André Ter Stegen. Hast du oder was hast du auch geschrieben? Ja, meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, können wir heute auf jeden Fall mal auf Abseits spielen, weil der Schlott ist der einzige, den ich nicht habe. Alaba, Mascherano und Marc-André, Jan-André Ter Stegen, das ist es. Okay, dann revidiere ich meine Aussage. Ich habe natürlich nicht David Alaba, sondern Piqué eingefügt. Doch, ich spiele doch nicht achtmal das Gleiche. Aber Ter Stegen habe ich halt wirklich. Ja, und weißt du, was da reinkommt? Und jetzt kann das... Nein! Karma, was nein! Du da kriegst gerade? Weißt du, was für ein Satz? Nein! Das ist so... Jungs, das ist eine Erfüllung. Das ist eine geistige und kerzliche Erfüllung. Ist das? Stürmer oder was? Aber davon kannst du ausgehen. 1,60 bitte Maximalgröße. 1,88, Digga, den größten. Immer den größten. Ji Dong Wong, komm. Du machst das, Junge. In der Jugendkeeper. Ja, jetzt meine pass Bereichs. Auf, jetzt gehe ich mal mit einem da rein. Der hat, weiß ich, der hat, glaube ich, so viel CM wie groß dein Torhüter. Der ist Koulibaly. Also das ist völlig, das ist wirklich, also das okay. Ist, da geht eine Sonne auf oder unter. Pass auf, dann links Thiago Silva. Der hat auch so, Leute, ich habe hier gerade 4 Team of the Tournament Karten, so heftige Spezialkarten, die gerade neu rausgekommen sind, erst drin. Das ist heftig, Mann. Und dann gehe ich mal hinten am Tor noch mit Mondi. Den musst du spielen wegen Perfect Link zu Koulibaly und Chelseaner ist auch. Ja, du spielst heute mit Fullteam gegen mich. Piqué, Puyol und Rulli. Ach Mensch, da freue ich mich doch. Dreierpack von Van der Sar und die PlayStation wird verlost, Leute von Eisen. Let's go. Dann wollen wir mal, ne? Edwin Van der Sar im Sturm. Oh, Junge. Gut, Kick. Nein. Ja. Käse. Oh. Käse, da bist du doch. Dieser Greedy, Alter. I say right foot, Creed. Boah, nein, nein. Ach, hör auf, hör yes, auf, baby. Hör auf. Yes, baby. Nein. Auf Danny Prunes. Nein, nein, nein. Also das Tor ist schon wieder reinste Verarsche, was ich gerade bekommen habe. Komm, Schlotte. Ja, das war klar. Entspannt. Digga, ich bin ein Huhn. Ein geiler Typ, wirklich. Super, fand er sein erstes Tor. Beim dritten geht die Blazy flöten. So, komm. Ja, ja. Jo. Den musst du auch nach Bremen, ne? Also das ist geisteskrank. Mit den da reindrehst mit Van der Sar, Digga, dann glaub ich ja gar nicht. Tor. Tor. Was ja, mein Keeper? Ja, was macht mein Keeper? Oh, Digga. Was macht mein Keeper und Schlotte da, Mann? Also wirklich, das wäre, das hättest komplett vergessen zu können. Ja, stimmt. Ach komm. Digga, der kriegt den Ball ins Gesicht. Der kriegt den Ball ins Gesicht und geht dann rein, ey. Komm, GG, ja, zwei Discards. Zwei Discards, Jungs. Ist okay, zwei Dinger, zwei Kirschen, ist okay. Perfekt, ich lasse mir heute Rat geben von meinem Age des Vertrauens. Also Bronzestürmer am Tor, bah, hast mich rasiert, muss man sagen. Ja, ich habe einige Tore sogar dabei. Erzähl mir, welche Seite, welche Position willst du? 4-3-3 irgendwas hattest du, oder? Okay, ich gehe mit... Deinem, machen wir ZM? Wir nehmen ZM schon mal, den mittleren. Und ich gehe mit dem Torhüter noch. Let's go, bitte. Ach, das ist doch lächerlich, Digga. Also wirklich. Also, ja, du hast mich versucht. Fein gemacht. Also, wen du hast getroffen. Du? Guerrero, Team the Tournament. Und ja. Philipp Lahm, den ich gerade gezogen habe aus dem Icon-Pack. Jungs, perfekt. Besser geht's nicht. Besser geht's doch nicht, Mann. Philipp Lahm und Guerrero sind am Start. Oh, Digga. Ist das bitte. Aber ich bekomme dafür einen Leihspieler Messi. Das ist doch top. Vielleicht bringt der Weihnachtsmann ja auch noch die Spieler wieder zurück. Leute, falls euch das Ganze gefallen, lasst einen Daumen nach oben, lasst einen Daumen da, checkt den Niklas nun ab. Dann würde ich sagen, wir sind schon reingegangen. Das ist das letzte Wort. Tschüss.